liebe Mitbrüder im Priester- und Diakonendienst, liebe Schwestern, liebe Brüder und alle, die uns verbunden sind über das Fernsehen, über den Hörfunk, über das Internet. Über das heutige Evangelium zum Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, das uns ja kein Gleichnis schildert, sondern eine historische Begebenheit im auch heute noch zu findenden Gebiet von Caesarea Philippi, gibt es unter allen, die an Christus glauben, in einem Punkt Einigkeit. Die Frage Jesu an seine Jünger, für wen die Leute den Menschensohn halten, ist und bleibt die Frage, an der sich alles entscheidet. Damals wie heute, dort wie hier. Auf den Felsen Petri, jenes Fischers aus Kapharnaum, baut Jesus seine Kirche. Es wird keine triumphierende Kirche sein, obwohl sie manchmal dieser Versuchung erlegen ist. Auch Petrus wird lernen müssen, nicht das im Sinn haben zu wollen, was Menschen wollen, sondern das, was Gott will. Doch wenn wir richtig einschätzen, welche Bedeutung die neue Namensgebung Kephas statt Simon Barjona für den hat, den Christus an die Spitze seiner Kirche stellt, müssen wir das Matthäusevangelium verlassen und beim Apostel Johannes nachforschen. Johannes ist es, der über die erste Begegnung mit Simon, dem Bruder des Andreas, berichtet. Da heißt es gleich im ersten Kapitel: Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, und Kephas bedeutet Fels. Jesus hat normalerweise die Namen seiner Jünger nicht verändert, wenn man einmal absieht von dem Beinamen Donnersöhne, den er in einem bestimmten Augenblick den Söhnen des Zebedäus gegeben hatte und dann in der Folge nie mehr benutzte. Einen neuen Namen auf Dauer bekam nur jener Simon aus Kapharnaum. Und Jesus gab ihm einen Namen, der schon von den Evangelisten selbst übersetzt wurde, weil er eben nicht mehr als ein Name, weil er eben mehr ist als ein Name. Petrus hat mit dem neuen Namen das Mandat empfangen, Garant des Glaubens zu sein. Nach dem Ausweis des Neuen Testamentes ist es der ausdrückliche Wille Christi, Petrus innerhalb des Kollegiums der 12 Apostel eine besondere Bedeutung zu geben. In Kapharnaum war es, wo Jesus, wo der Meister im Hause seines Schülers Petrus wohnte. Als sich die Menge am Ufer des See Genezareths um den Herrn einmal drängte, da wählte Jesus unter den beiden Booten, die am Ufer lagen, das Boot des Petrus, um auf diesem Boot auf den See hinauszufahren. Wenn Jesus sich in bestimmten Situationen nur von drei Jüngern begleiten lässt, wird Petrus immer als erster in dieser Gruppe erwähnt. Denken wir nur an die Auferweckung der Tochter des Jairus. Denken wir an die Verklärung auf dem Berge Tabor. Denken wir schließlich an den Todeskampf im Garten von Gethsemane. An Petrus wenden sich auch die Männer, die die Tempelsteuer einziehen. Und Jesus bezahlt nur diese Steuer für sich selbst und für diesen Petrus. Petrus ist auch der Erste, dem Jesus beim Abendmahl die Füße wäscht.
Nur für ihn betet er, dass sein Glaube nicht wanke und dass er die anderen, die Brüder im Glauben stärken soll. Schwestern und Brüder, wir dürfen aber auch feststellen, dass Petrus sich seiner besonderen Stellung durchaus bewusst war. Häufig spricht er ganz ausdrücklich im Namen der anderen, wenn er Jesus etwa um die Erklärung eines schwierigen Gleichnisses bittet oder um den genauen Sinn einer Mahnung, die Jesus am Herzen liegt, oder um das förmliche Versprechen einer Belohnung. Die Heilige Schrift ist voll von diesen besonderen Ereignissen, die Jesus mit Petrus immer wieder in die Mitte stellen. In einigen Situationen hilft Petrus und kein anderer aus Verlegenheiten heraus, indem er im Namen aller spricht. So gibt er, als Jesus nach seiner Rede über das Brot des Lebens wirklich verzweifelt war, über das Unverständnis der Menge: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und die Leute wollten es nicht hören. 6. Kapitel bei Johannes. Und dann sagt Jesus und wendet sich an seine Jünger: Wollt auch ihr weggehen? Und die Antwort: Entscheidend, sagt Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die gleiche Entschlossenheit prägt das Bekenntnis, das Petrus wiederum im Namen der 12 in Caesarea Philippi ablegt, auf die Frage Jesu: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Erwiderung gibt Jesus die feierliche Erklärung ab, die ein für allemal die Rolle des Petrus in der Kirche festlegt. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die Begriffe, die Jesus verwendet, sind äußerst klar. Petrus wird der Felsen sein, auf dem das Gebäude der Kirche ruhen wird. Er wird die Schlüssel des Himmelreiches empfangen. Und schließlich soll er ja binden und lösen können, in dem Sinne, dass er festsetzen oder verbieten kann, was für das Leben der Kirche, die die Kirche Jesu Christi ist und bleiben soll, notwendig ist. Schwestern und Brüder, die Vorrangstellung, die Jesus Petrus verleihen wollte, ist auch nach der Auferstehung zu beobachten. Jesus beauftragt die Frauen, dem Petrus vor allen anderen Aposteln die Auferstehung zu verkünden. Magdalena läuft zu Petrus und Johannes, um zu berichten, dass der Stein vom Eingang des Grabes weggenommen ist. Johannes lässt aber dem Petrus den Vortritt, obwohl dieser, weil er nicht so schnell laufen konnte wie der junge Johannes, er lässt ihm den Vortritt, sodass beide ins Grab hineingehen. Petrus ist unter den Aposteln der erste Zeuge einer Erscheinung des Auferstandenen. Wie sich Petrus verhält, wird als so entscheidend angesehen, dass er sowohl im Mittelpunkt der Beobachtung, aber auch im Mittelpunkt von Kritik steht. Wir brauchen nur in die Apostelgeschichte hineinzuschauen. Beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem
übt Petrus eine leitende Funktion aus, aber er muss sich der Kritik des Paulus dort auch stellen. Was er sagt, das soll gelten, aber es muss auch wirklich darüber gesprochen werden. Petrus muss für alle Zeiten die Gemeinschaft mit Christus bewahren. Er muss zur Gemeinschaft mit Christus führen. Er soll dafür sorgen, dass das Netz nicht reißt und die universale Gemeinschaft fortbestehen kann. Schwestern und Brüder, nur gemeinsam können wir mit Christus sein, der Herr über alle und Herr über alles ist. Die Verantwortung Petri besteht darin, die Gemeinschaft mit Christus in der Liebe Christi zu gewährleisten und zur Verwirklichung dieser Liebe das Leben neu auszurichten. Beten wir also dafür, dass der Primat Petri, der ja einem armseligen Menschen immer wieder neu anvertraut wird, immer in diesem ursprünglich vom Herrn gewollten Sinn ausgeübt und so von den Schwestern und Brüdern, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit Petrus heute stehen, immer tiefer und in seiner wahren Bedeutung erkannt wird. Amen.